Am vergangenen Sonnabend beeindruckte Gospelsängerin Jasmin Rehse Besucher der Marienplatzgalerie mit ihrer Gesangskunst. Rehse, die bereits auf den großen Bühnen der Welt unterwegs war, schätzt auch die Atmosphäre unserer Landeshauptstadt. Auch dieses Mal hatte die deutsche Tina Turner ein breites Repertoire im Gepäck. Wir sind tatsächlich, ich glaube, das dritte oder vierte Mal hier und es ist immer wieder schön, hier zu sein. Ich finde, es hat unglaublich viel Flair. Und das Programm ist sehr facettenreich tatsächlich, also von Gospel über Rock, über Oldie, Pop, also alles möglich. Tatsächlich sogar, sogar ein Schlager ist auch drin, Tatsache, ja. Genau, aber Weihnachtssachen, da warten wir doch noch ein bisschen, das finde ich noch ein bisschen früh. Auch Center-Manager Henna Schacht freut sich jedes Mal über den Besuch dieses Ausnahmetalents. Also ich kenne Frau Rehse seit über 10 Jahren. Ich habe schon viele Events mit Ihnen in verschiedenen Shoppingcentern absolviert. Frau Rehse hatte gerade Fernsehaufnahmen und deshalb war auch der Terminfindung etwas schwierig. Was es ist, wird sich im Januar zeigen. Wir dürfen nicht drüber reden. Ich selbst weiß auch nicht, wie das Format heißt. Aber es wird was Cooles, habe ich mir sagen lassen. Insofern freuen wir uns natürlich, dass es heute stattfinden kann. Mit dem Auftritt von Jasmin Rehse endete am 30. Oktober auch der Schweriner Lichterbummel. Schacht zufolge war dieser für die Marienplatzgalerie ein voller Erfolg. So zogen die Lichterinstallationen außen sowie die Lichtershow im Untergeschoss zahlreiche Besucher an.